Ja, moin. Aber der Sieger der Herzen war ja eigentlich. Tschü. Nee, der Sieger der Herzen ist immer. Moment. Wo bin ich denn schon wieder, Zerg? Schon wieder Terraner. Wen meinst du mit dem Sieger der Herzen überhaupt? Tschü. Ja, das kommt, dauert ja noch, bis wir die hören. Für die habe ich, glaube ich, sogar zweimal angerufen. Bist angerufen? Ja, 20 Anrufe habe ich Oh, gemacht, vielleicht, ja. wenn ich angerufen hätte, vielleicht hätte es dann gereicht. 10-mal Finnland. Fünfmal Tschechien, glaube ich. Dreimal habe ich vergessen. Und zweimal Kroatien, glaube ich. Drei Könnte ich Quanina, nachgucken. arma Gettonone. Ich musste ja anrufen im Finale. Ich durfte nicht SMS machen aus irgendeinem Grund. Das Irgendwie ging Lied hat das Gotti nicht. aber auch gefallen. Ja. Das ist doch so ein Lied für so 70-Jährige. Das ist Jormun. Jormun war ja immer, der hat ja immer einen riesen Hehl um sein Alter gemacht. Ja, aber Gordy hat auch irgendwas mit 80 in seinem Namen, oder nicht? Ja. Und wir dagegen sind ja noch voll jugendlich. Ja, was soll Gotti denn sonst machen? Soll er in Wartezimmern von Hausärzten sitzen und sich da bei allen, die reinkommen, beschweren, was ihnen nicht alles Ja, fehlt? da sehe ich Gotti, da sehe ich Gotti wirklich. Nicht mal unbedingt beim Arzt sitzen, aber beim Arzt sitzen, um sich zu beschweren. Da sehe ich Gotti. Das ist bei meinem Hausarzt auch so. Da sitzen immer diese, na, entweder kurz vor Rentner oder diese schon längst Rentner, die dann, oh, lang habe ich nie mehr. Oh, mir tut das alles weh. Und das ist wie Stammtisch für die. So, guck mal, Also den habe ich einen gegeben. früher gingen sie ins Das ist auch ein Lied, was du, glaube ich, mochtest. Rearmen. Ich Mal mochte gucken. das auch, die ist ja echt komische Lieder. Machte gute Lieder. Nee. Wir werden ganz schön hart gecannonrushed übrigens, an allen Enden der Base. Okay, dann haben wir einfach verloren. Oder? Wollen wir gleich Nein! rausgehen, oder? Nein, nimm doch jetzt vernünftig eine neue Base irgendwo anders. Also die Natural wirst du nicht halten können. Und ich werde meine auch nicht halten können, aber das macht nichts. Ich lasse die so lange laufen, bis der möglichst viele Cannons gebaut hat. Kann ich die fertig bauen? Ja, ich glaube, ich kann die sogar fertig bauen, wenn mein SCV nicht fokussiert. Wie weit rennst du denn du eigentlich, um deine Base zu bauen? Ich wollte die gerade mit dem Reaper einfach beschützen. Aber wenn du so weit weg Ich rennst. baue die da unten hin. Da baue ich die hin. Stimmt, ich glaube, das mochte ich wirklich. Ja, sag ich ja. Das sind sehr merkwürdige Lieder, die es ja gefavored. Also, er hat halt selbst hier unten noch was gebaut. Du kannst übrigens hier noch mit den Larven was bauen, wenn du willst, ne? Aber jetzt kommt hier leider Linge. Aber du hast auch ein paar Linge. Ja, aber der wird in die Cannons sich zurückziehen. Deswegen Ja, kann ich du da nicht musst ja auch nicht engagen. dahin rennen, du musst jetzt nur darauf achten, dass wir nicht sterben. Ich weiß. Kann ich da landen? Nein, dein Creep ist im Weg. Sorry. Ja, kannst ja nichts ändern. Das ist ja der Standard-Creep. Er kommt, Zarok! Bleibst du an der Ramp stehen. Und mit der Roach kannst du oben angreifen. Ich bin aber auch echt nicht gut. Jetzt hat er mich hier reingepult und deine Dings hat dafür. Greif mal mit der Queen mit an, bitte. Warum ist hier alles schon wieder? Es läuft nicht, Zarok. Boah, ist das schief. War unten meine Queen langsam, Zarok. Oh, die ist ja schon fertig. Die habe ich Ja, komplett aus schon den Augen ewig. verloren. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend.
Er kommt wieder. Queen weg. Zieht die Queen auch nach hinten. Ich baue eine neue Queen. Boah, ist das nervig. Ja, aber es ist trotzdem. Die schmeißen so viel rein, Cyrock. Wenn wir nicht so schlecht hinterher Makronen würden, wären wir tatsächlich nicht so schlecht dabei. Bändlinge! Hatte ich befürchtet. Hallo! Ja, sehr guter Plan, sehr guter Plan. Du hast jetzt gerade aber hart verraten, dass du da hinten eine Base hast, dadurch, dass die Linge nach Hause gerannt sind, ne? Sind doch gar nicht nach Hause gerannt, oder? Doch, sind sie. Ja, mein Gott. Und einen neuen Base, du solltest die Base auf einem anderen Hotkey machen und einfach drohen. Das ist ein guter Plan, Nerix. Warte, ich muss kurz meine Hotkeys also, umlegen. Kannst du ein Stück weiter nach rechts gehen mit deinen Dingen, weil der wird ja durch mein Depot hier brechen. Das ist ja die eindeutige Schwachstelle in dieser Wall. Ich habe einen Linksgewehr geschossen. Ja, aber rechts ist ja auch nicht links. Oh. Warum du nach links gegangen bist? Weil ich hier links-rechts spreche, ja. Oh, das ist der Typ, der mal rumspringt. Er kommt. Kannst du auch mal mitfighten, Cyrock? Wäre ganz nett. Hätte nicht alles verloren, wenn du auch mitgefightet hättest. Und die Roaches bitte zu Ravagern ausbauen und dann die Cannons damit abreißen. Bin ich so klein. Hier ist wieder da! Ja, gut, dann hab ich's. Das war das Buch über Hitler. War es nicht ein Film? Ursprünglich ist es ein Buch, wie die meisten Filme. Wo hat er denn Vision her? Macht nichts, Beil einfach. Was? Boah, wenn ich nicht so unglaublich muchig hier Makron würde, ne? Ja, das ist mein normaler Makromodus, muchig. Kumon. Also wir werden jetzt natürlich mit den ersten Carriern rechnen dürfen, ne? Jetzt die Kette noch nicht rausgenommen war. Bin dabei! Hey! So, jetzt erstmal gegenpushen. Aber es ist halt gelaufen, seien wir mal ehrlich. God for the music. Nur zu. Button. Aha. Worauf soll ich ballern, Sir? Mineralienfeld erschöpft. BBF bereit. Benötige weitere Depots. Gott, wie oft ich Depots brauche, ist halt auch richtig. Ja, aber das gehört sich eigentlich auch so. Der Bonschwammann auch so gesagt. Ach, der Bonschwammann. Können wir jetzt mal pushen? Du musst schnell, du bist langsamer als ich, du musst auf jeden Fall mit loslaufen. Tarak! Aber also, die Chance ist halt null, dass wir hier noch was reißen können. Aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit zu Hause rumcampen, müssen wir es lieber jetzt beenden. Da sind tausende Cannons hinten. Ja, bleib in den Roaches doch stehen, Cyrock. Das ist doch wunderbar. Kümmere dich um die Carrier. Ja. Easy, oder? Wo will er jetzt hin?
Wahrscheinlich 3 Meter nach rechts. Hat sich halt hart verklickt wahrscheinlich wieder. Ich krieg sie nicht! Er überlebt mit 3 Hitpoints. So, einer ist tot. Und der ist auch tot. Nimmst du die, genau, sehr gut. Da sind noch ein paar Bandinge, kann ich jetzt nicht ändern. So, leider 2 neue Dings, da kann ich nicht viel gegen machen. Beile einmal wenigstens. Beil! Ja, ich bin rausgenommen. Jetzt, ich hab nichts mehr. Ich meine, Makro ist aber auch einfach ein Much. Wir hätten das sogar noch gewinnen können, wenn ich nicht so verdammt scheiße wäre, Makro. Ja, aber das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht vorbei. Ich habe halt keine Production. Dann produziere. Ja. Ich habe halt keine Eco. Oder geht ja, sogar. Geht, geht. Dann produziere. Aber wir haben den Base rausgenommen. Jetzt kommt die Carrier. Du brauchst halt dringend ATR eigentlich. Ja, ich weiß. Ich bin ja nicht von Dumbach. Ja, aber du bleibst stehen. Warum bist du denn von Dumbach? Bleib doch nicht einfach mitten auf der Map stehen. Aber es ist ja halt nicht genug. Gut, dass du die Drohnen quer übers Feld schickst. Er kommt mit dem Tabernakel! Ja, ich bringe gar nichts, wenn ich dem dahinterherlaufe. Aber die Interceptoren kann ich kaputt machen. Kostet auch wie denn? Wie willst du denn die Interceptoren kaputt machen? Das Roaches! Ja! Die schießen dich in die Luft! Kannst du überhaupt nichts kaputt machen? Was ist das Problem? Also Corruptor wären jetzt nice, aber. Der Spire ist auf dem Weg. Aber du kannst die Interceptoren zernichten. Ja, aber nicht mit dem, was ich hier hab. Ich hab halt nichts. Jetzt wieder gleich meine Base da unten rausnehmen, wenn er endlich mal gecheckt hat, dass die da ist. Das ist das Dübbel-Dübbel-Lied. Ja, und Microt mich halt hier hart, logischerweise, weil ich halt nicht überall sein kann. Kannst du mal aufhören, Roaches zu bauen, bitte? Dann spar doch wenigstens auf irgendwas, was hilft. Ja, komm, lass jetzt gegenpushen, das hilft ja nichts. Da ist der Gegner. Kommst du bitte gegen die Baninger rennen? Das ist übrigens noch nicht mal Roach Speed. Lass mich vor! Ja, mach ich doch. Sehr gut, Nagorix. Ja, gegenpushen und ein paar Worker. Du hast ja unten schon Worker, ist ja wunderbar. Base Train jetzt hart. Sag, wir müssen jetzt schnell sein. Da sind nämlich schon wieder ganz viele Wähnlinge. Aber du bist halt auch echt lahm. Ja, ich habe halt nicht mehr genug, um gleich die Dings abzuwehren. Nee, ich gehe da raus, ich habe keine Lust mehr auf das. Jetzt hat er auch noch Ultras. Ja, wenn ich vernünftig gemagut hätte, wäre da glaube ich sogar noch was drin gewesen. Weil ich war halt auch echt schlecht. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Video vorbei, hier um jetzt zu verklicken und dann macht's gut noch. Tschüss.